Wir gucken uns jetzt alle Punkte an der Ellbeuge mal gemeinsam an. Als erstes lokalisiere ich mal den Lunge 5 und den Perikard 3. Dazu brauche ich die Bizepssehne und die Ellbeuge. Und ich habe jetzt die Sehne hier schön zwischen meinen Fingern. Das heißt, ich habe hier Lunge 5 und ich habe hier den Perikard 3. Den Lunge 5 benutze ich, um dann den Dickdarm 11 zu lokalisieren. Dafür suche ich mir nochmal den lateralen Epicondylus. Und nehme die Hälfte des Abstandes bis bei Dickdarm 11. Dann von Perikard 3 aus lokalisieren wir den Herz 3. Dazu brauchst du den medialen Epicondylus. Hier. Und auf der Hälfte haben wir den Herz 3. Zwischen dem medialen Epicondylus und dem Olecranon haben wir den Dünndarm 8. Und etwas proximal vom Olecranon, ein Zun, das bedeutet hier in das Weiche reingerutscht, haben wir den Dreifacherwärmer 10.